Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich natürlich, wenn Sie als Mandanten zu mir in die Kanzlei kommen, um sich von mir verteidigen zu lassen. Aber ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie sich einen anderen qualifizierten Strafverteidiger suchen. Entscheidend ist, dass, wenn es um eine Strafsache geht, wenn Ihnen ein Vorwurf gemacht wird, sei es von der Polizei, sei es von der Staatsanwaltschaft, dass Sie auf jeden Fall einen Strafverteidiger wählen und nicht zum Scheidungsanwalt gehen oder dem Familienanwalt, der Sie bisher vertreten hat. Denn das ist einer der Erfahrungswerte, den ich aus meiner langjährigen Tätigkeit im Gebiet des Strafrechts ziehe. Die Sachen, die in die Hose gehen, das sind diejenigen, wo man sich aus Gewohnheit sozusagen von dem Anwalt verteidigen lässt, der für einen bisher im familiären Bereich zum Beispiel tätig gewesen ist. Wenn ich Ihnen nun einen Tipp geben darf, den Sie wirklich beherzigen sollten, ein Tipp, den ich Ihnen persönlich gebe, weil es auch mein persönliches Anliegen ist als Strafverteidiger, ja, das ist der Tipp, zu schweigen, bis Sie beim Anwalt gewesen sind und sich vom Anwalt haben beraten lassen. Die Fälle, in denen es zu Verurteilungen kommt, obwohl jemand unschuldig ist oder obwohl jemand eine Straftat nicht nachgewiesen werden kann, das sind typischerweise die Fälle, in denen der Beschuldigte es nicht erwarten kann, sein Herz zu entlasten und zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft geht und eine Aussage macht, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist. Das ist gerade die wichtigste, eigentlich die essentiellste Aufgabe des Strafverteidigers, dem Mandanten klarzumachen, dass das Strafverfahren ein formales Verfahren ist. Jeder Bürger hat Persönlichkeitsrechte. Und diese Persönlichkeitsrechte dürfen nur angetastet werden unter Einhaltung der formalen Vorschriften des Verfahrensrechts, des Strafverfahrensrechts, soweit es um Straftaten geht. Und das heißt, wenn jemand eine Straftat formal nicht nachgewiesen werden kann, dann gilt er als unschuldig. Und das ist für uns Strafverteidiger die Grundlage unserer ganzen Tätigkeit. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, Strafvereitelung zu betreiben. Unsere Aufgabe ist es, dem Bürger beizustehen, gegen den ein Strafverfahren läuft, und ihn über seine Rechte aufzuklären, über die Möglichkeiten, die ihm das Gesetz einräumt. Jeder Bürger hat das Recht, wenn der Staat gegen ihn vorgeht, indem er ein Strafverfahren gegen ihn betreibt, zu schweigen. Das ist das wesentlichste Freiheitsrecht des Bürgers im demokratischen Rechtsstaat. Schweigen, wenn Vorwürfe erhoben werden. Sich einen Anwalt nehmen, der für ihn die Sachlage aufklärt, indem er erst einmal in die Akte schaut und dem Mandanten dann sagt, ob er sich überhaupt zum Vorwurf äußern muss, oder ob nicht möglicherweise das Verfahren zur Einstellung gebracht wird, indem der Mandant zu den Vorwürfen schweigt. Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Bitte beherzigen Sie, was ich Ihnen gesagt habe.